So Leute, willkommen zurück zum... Ich wollte schon Let's Play Pokémon Nuzlocke schnell sagen. Nein, Let's Play The Legend of Zelda Wind Waker. Ich bin Cloud von Delivery IP und im letzten Part haben wir den Turm der Götter angefangen und wir haben endlich diese nächste Tür aufgekriegt und da gehen wir jetzt mal rein und schauen, was uns dort erwartet. So, wir schauen mal. Zunächst einmal sind ein paar Skelette, die mir schon mal nicht gefallen. Weil ich die Viecher hasse. Und der erste hat man schon gesehen. Und den will ich irgendwie ganz gerne mal loswerden. War nicht noch. Ach, da ist es weit, okay. Können wir den mit dem Boomerang irgendwie runterholen? Nee, anscheinend nicht. Wie unnett. Dass der jetzt auch genau da ist, wo ich mich langhangeln will. Wir müssen da rüber. Und da ist noch eine Tür. Wir haben zwei Türen und dieses fette Auge, mit dem ich nicht weiß, was sie tun müssen. Was müssen wir mit diesem Auge tun? Der Boomerang, der bringt... Ja, komm doch mal her hier. Damit ich kaputt machen kann eben. Weil der stört mich ja schon so ein klein bisschen, muss ich sagen. Und ich weiß genau, wenn wir jetzt da dranhängen, gleich, dann greift er uns an. Das war die falsche Taste. Ich sag's ja. Ich hab's noch gesagt. Nein! Oh, tiefer Abgrund. Oh, Mann. Der Part fängt nicht gut an, Leute. Sind beide wieder? Nein. Ich dachte schon, es sind beide wieder da. Okay, wir müssen auf jeden Fall da... rüber irgendwie. Ohne dass uns der Totenschild einen Strich durch die Rechnung macht. Deswegen springen wir jetzt einfach und landen drüben und brennen. Was nicht gerade schön ist. Aber bin ich gerade froh, dass wir auf jeden Fall noch eine Fee haben für den Notfall. Und ich räume mich mal eben damit. Ah, ist schon aus, okay. Lass mich raten. Es geht jetzt wieder. Nee, geht nicht zu, okay. Nett. Nett, nett, muss ich sagen. Das ist einmal was nicht wieder zugeträgt. So, dann hängen wir uns mal da dran und stoppen uns eben. Damit wir uns dann hier rüber. Es ist wieder zu. Ich hab's befürchtet irgendwie und ja, war irgendwie klar. Aber. Da geht's ja noch weiter, sehe ich gerade. Warum sehe ich das nicht einfach mal eher? Gut, dann gucken wir mal weiter. Was wir hier so finden? Einen überaus tiefen Abgrund. Ein Schalter, ein paar Statuen und was zum Hängen, okay. Was zum Hängen, das ist schon mal gar nicht so verkehrt, glaube ich. Da hängen wir uns mal gleich gepflegt dran und fliegen eine Runde. Ja, dann komm mal ran hier. Warte mal, machen wir mit der Kantate des Puppenspielers. Sonate, nicht Kantate. Weil, dann könnte ich jetzt theoretisch das Ding hier draufstellen. Und habe dann eine Brücke, mit der ich irgendwas anstellen kann. Also das Ding steht da, wir können rüber. Aber wie kriege ich jetzt andersrum? Ah. Okay, wir müssen... Dann stelle ich mich da drauf. Nee, ich möchte da auch stehen bleiben, verdammt. So, dann spiele ich die Kantate. Sonate. Übernehmen Kontrolle über die, über den Götzen. Hüpf hier rüber. Und dann kann ich mich selbst darüber hangeln. Oh Gott, ist das alles kranker Mist. So, jetzt geht die Brücke weg und ich kann mich wieder hier rüber hangeln.
Indem ich das hier tue. Ja! Gut. So einfach kann es gehen. Das Ding nehmen wir da mit. Aber wir hätten den auch einfach sagen können, dass der uns folgen soll. Ich glaube, das wäre letztendlich einfach gewesen. So, das stellen wir dann erstmal hin. Ja, ist gut. Jetzt. Lass die Tür mal Tür sein. Die machen wir jetzt, uns jetzt eben auf. So, jetzt kann ich mich hier rüber hangeln. Auf irgendeine Art und Weise, wenn ihr mal annimmt. Hier, genau. Einmal hier dranhängen. Den Schwung weg, bitte. Und dann zurück. Und vor und nochmal zurück. Und nochmal vor. Ja, und springen. Perfekt. Wir sind drin. Yay. Es geht voran, habe ich das Gefühl. So, dann schauen wir mal. Das gefällt mir nicht, dass hier die Tür, das sieht nach Gegner aus. Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Der ist nicht gerade erfreut, um zu sehen, habe ich das Gefühl. Aber ich sehe schon seinen Angriffspunkt. Ich sollte jetzt noch mein Schwert rausholen. Habe ich irgendwas zum Heilen? Nein, natürlich nicht. Okay. Okay, der Geschirr hat sich gerade als nicht. Ich will boxen, ernsthaft? Ich meine. Der wird jetzt veralbern, oder? Dass er jetzt boxen will? Habe ich zumindest das Gefühl, dass er es will. So, was passiert jetzt? Die Tür geht wieder auf und. Eine Truhe erscheint. Eine große Truhe. Mag da der große Schlüssel dran sein? Das erfahren wir dann in der nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda: The Wind Waker. Kein Scherz, wir zocken natürlich jetzt weiter. Denn ich möchte diesen Dungeon hier gerne erledigt haben, aber erstmal gucken wir, was in dieser Truhe ist. Geil, der Heroinbogen. Du hast den Heroinbogen gefunden. Drückst du den Knopf, auf den du ihn gelegt hast, kannst du zielen. Lässt du ihn los, feuerst du einen Pfeil ab. Du kannst maximal 30 Pfeile mit dir führen. Habe ich denn jetzt auch schon ein paar Pfeile am Start, so? Ich habe 30, das ist doch großartig. Dann, packe ich erstmal den Boomerang weg. So, jetzt können wir, glaube ich, theoretisch in das Auge da schießen. Denn ich bin ja ein Zelda-Kenner. Dementsprechend weiß ich, dass wir in das Auge da reinschießen können. Und dann will ich erstmal die hier vom Himmel holen. Oh, Dead Skillshot. Ah, oh, Robin Hood. Robin Hood ist nichts gegen mich. Vier Schüsse, einer verschossen. Das ist doch ein guter Schnitt. Und da kommt die Plattform rausgefahren. Oder mehrere. Da brauchen wir jetzt tatsächlich doch mal das. Ah ne, die habe ich doch nicht weggepackt. Ich habe ja den Bumerang weggepackt. Zum Glück. Ich dachte, ich muss wieder mit dem Bumerang rauskramen. Gut, dass ich das nicht tun muss. So, dann hangen wir uns erstmal hier rüber und schwingen uns hier rüber. Ich hoffe, ich falle dabei jetzt nicht arglistig auf die Fresse. Das wäre sehr knorke, wenn das nicht passieren würde. Aber ich glaube, das sollten wir so. Oh, das war knapp. Mann, Mann, Mann. So, dann packen wir uns unsere Statue. Warten, bis das Ding wieder zurückkommt. Und springen dann drauf. Und nochmal der ganze Spaß. Und nochmal. Ist das jetzt ein. Geh weg. Das sind jetzt tatsächlich. Deswegen stehen die überall, weil es Gegner sind. Oh, wie unnett. Ist ja nervig, sowas. Ständig diese Gegner überall. So, damit haben wir die zweite Statue. Es geht auf jeden Fall voran, Leute. Und jetzt kommen wir auch in den dritten Raum. So, und was wir nicht gemacht haben.
Da rechts gegenüber quasi ist noch ein Auge, auf das wir schießen können. Und das, werden wir jetzt mal eben aktivieren gehen. Und gucken mal, was wir davon haben. Denn wir haben jetzt den Bogen und ein paar Pfeile am Start. Und da haben wir noch mehr Pfeile, jetzt haben wir wieder volle Pfeile. Das ist schön. Genau das wollte ich auch eigentlich haben. Mehr wollte ich nicht und geh weg. Weißt du da, wobei ich kann ja auch einfach. Das wird ja auch gehen, oder? Ja, schön. Was zum. Würdest du weggehen? War der gerade. Der war gerade nicht da, oder? Warum bin ich jetzt blöd? Jetzt blöd, das blöde Auge zu treffen, oder was? Ich bin zu blöd, das Auge zu treffen gerade. Geht doch. Mein Gott. So, und was passiert jetzt? Das Ding fällt hoch und setzt mich darüber. Okay, dann gucken wir, was hier zu finden ist. 19 Pfeile haben wir nur noch. Ist ja ätzend. Gut, dann können wir jetzt mal da rein und gucken, was wir hier so. Will ich das? Irgendwie nicht so ganz, oder? Ah, ich weiß schon, was zu tun ist. Die wollen Bomben fressen, glaube ich. Die sehen schon so danach aus, als wollten sie das. Als wären sie hungrig. Dann wollen wir deren hungrigen Mäule mal stopfen, würde ich sagen. Mal sehen, was wir dann kriegen. Eine Truhe. Da ist bestimmt die Karte drin jetzt. Könnte ich mir vorstellen. Ganz gut sogar irgendwie. Mein Gott, das habe ich jetzt für ein blödes Glücksaugenblick getan. Oh, toll. Ich hasse es, wenn man sich so eine Mühe für Amulette macht. Die im Spielverlauf nicht viel bringen. Ich weiß gar nicht, was die überhaupt bringen. Ich glaube, da muss ich mich mal mit befassen. Was mal in Erfahrung bringt, was man damit so anstellen kann. Gut, dann wieder raus hier. Und so sehen, dass wir aus den. Noch den die letzte Statue einsammeln. Ich glaube, da kommen wir jetzt schon raus. Oh, das war knapp. Huh. Knapper Cloud, würde ich sagen. Ja, der war schlecht, ich weiß, aber. Ich weiß zu pflegen, besser schlechten Humor als gar keinen Humor. Und wenn jetzt wieder der komische Geister kommt, ne? Nee, kommt er nicht, okay. Den fand ich irgendwie creepy. Aber die kommen. Geh weg. Also immerhin scheinen wir hier relativ sicher zu sein in der Gegend hier. Gut, oben müssen wir noch hin, dann. Ich möchte gerne auf die. Den zweiten Geschoss haben wir noch gar nicht, im dritten auch nicht. Wir haben auf jeden Fall noch was vor uns. Aber ich glaube, das werden. Könnten sogar drei Parts werden. Und ich möchte jetzt nicht wieder eine Dreiviertelstunde Folge machen, ganz ehrlich gesagt. Daher lasse ich das auch. Nicht nett. Oder so. Oh, geht doch weg, ihr blöden Fledermäuse. Wenn ich eins in diesem Spiel hasse, dann sind es lästige Fledermäuse. Mann. Da ist doch. Nee, doch nicht. Gott. Dieser Dungeon, ne? Der ist krank, der Dungeon. Ist wohl nichts mehr mit Robin Hood gerade. AK Green Arrow oder wie auch immer. Einfach versuchen wir noch. Geht doch. So, und den möchte ich noch los, bevor ich jetzt da runtergehe. Wenn das Ding jetzt nicht im Weg wäre. Geht doch. Gut, dann machen wir jetzt mal. War ich einen Topf? Nee, hab ich mich geirrt. Das ist kein Topf. Das ist kein Topf, nein! Mhm. Wieso nur? Womit habe ich denn das verdient? So. Gott, ich hasse solche Stellen in Dungeons wirklich. Wo
wo man aufpassen muss, dass man nicht irgendwo... Na, komm. Ey, das gibt's doch nicht, dass ich zu blöd bin, das Ding zu treffen, Kerl. Mein Gott. Das kann doch nicht wahr sein. Da hätte ich bestimmt wieder nach da hinten muss, um Pfeile zu sammeln. Dann können wir uns jetzt aber hier die Truhe holen. Und hoffen, dass da was Cooles drin ist. Ein Schlüssel, okay, den hätten wir auf jeden Fall gebraucht. Gehe ich zumindest mal schwer von aus, dass wir den gebraucht hätten. So, jetzt, das wird ein Akt. Ne, den treffe ich sofort. Weißt du, der direkt vor mir steht, den treffe ich nicht sofort, aber den. Ja, so typisch. Vielleicht bin ich auch einfach der Distanz-Schütze. Oder so ähnlich. So, dann möchte ich gerne da drauf. Um dann da rüber zu kommen, mal sehen, wo wir dann landen. Und hepp. Und hier ist. Wie Sie sehen Sie nichts oder so? Oder wie Sie sehen Sie nicht viel? Hm? Seriously? Bin ich jetzt umsonst hier rüber gedingst? Was soll denn hier laut Karte sein? Soll irgendwo noch eine Truhe sein oder was? Hm, komisch. Siehst du nichts? Er war ja völlig für die Katze hier. Letztendlich mache ich mir damit nur schwerer, wieder zurückzukommen. So, auf irgendeine komische Art und Weise. Komm, das geht. Jawohl. Sag ich doch, das geht. Gut, dann ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Aber das geht auch. Komm, jawohl. Und das geht auch. Gut, dann sind wir jetzt wieder... Da ist irgendwo noch eine Truhe. Aber ich sehe keine Truhe. Gibt es hier unsichtbare Truhen in dem Spiel? Ich weiß doch nicht. Ich hoffe, die wären nicht wichtig gewesen. Denn ich gehe jetzt einfach mal hier raus aus dem Raum. Und, mach mal kaputt hier und auch. Bomben. Immerhin. Immerhin Bomben. Aha, was haben wir hier? Oh, diese komischen Statuen sind mir schwer nicht geheuer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben ja 30 Bomben fast. Aber ist es einfach nicht nah genug dran, oder? Das sieht so aus, als könnte ich das sprengen. Und das will ich jetzt auch sprengen. Sag ich doch. Wenn das schon so aussieht, als könnte ich das sprengen, dann kann ich das auch sprengen. So, und die beiden wollen wieder mit Bomben gefüttert werden, habe ich gehört. Na, komm. Info. Ja, ich möchte eine Info. Dieses Muster soll den Wind symbolisieren. Ich soll hier drin alles für Wind besorgen? Okay. Machen wir mal Wind. Du hast das Lied des Windes gespielt. Es wird kein Wind, den du kontrollieren könntest. Soll ich mich vielleicht da draufstellen und das dann machen? Ja, das Geräusch klang schon irgendwie anders. Weil ich stand keinen Meter davon entfernt. Und jetzt auf einmal geht das. Oh, ey. Man kann auch Haare spalten. Oh, jetzt wollen sie Bomben haben. Okay. Jetzt haben sie Hunger. Okay. Könnte haben. Aber nicht so. Okay. Hier. Schnabuliere die mal. Oder. Ah, die macht jetzt den Mund zu. Haben die gerade auch schon gemacht? Weiß ich gar nicht. Aber ich soll jetzt vielleicht mal dann werfen, wenn die auch wirklich den Mund aufhaben. So, Nummer 1 und. Vielleicht sollte ich die Bombe nochmal wegwerfen. Hat die jetzt schon geschluckt? Ja, sieht gut aus. Gut. Das war Nummer 2. Könnte ich jetzt in Ruhe hier meine Vorräte auffüllen. Da haben wir noch ein paar Pfeile, ein Herz. Und, auch noch ein paar Pfeile. Pfeile haben wir inzwischen wieder voll, das ist auch schön. Dann hole ich mir jetzt die Truhe. Und hoffe, dass da was Cooles drin ist. Weil es jetzt wieder ein Glücksamulett ist, ne? Okay, eine Schatzkarte.
Immerhin. Immerhin, immerhin, immerhin. Gut. Und dann gehen wir jetzt weiter. Oder gucken, dass wir weiterkommen. Dann klettern wir jetzt wieder hier hoch. Wäre gleich ein Spaß, wenn dann gleich hier die vier Dinge auf uns zukommen, die hier. Sobald wir die eine Statue da haben. Da müssen wir jetzt sowieso erstmal gucken, wie wir das anstellen. Ah, ich verstehe. Noch machen die Viecher ja nichts. Noch sind die ja quasi nur Ballast. Aha, so klug. Und so physikalisch getreu. Auch nett. Dann brauchen wir wohl ein paar mehr davon. Um unser Gewicht auszugleichen. Nehmen wir am besten einfach mal alle. Dann sollte es auf jeden Fall passen. Ja, funktioniert. Perfekt. Und, einen Schlüssel haben wir auch. Ich wollte gerade sagen, auch nee, ne? Gut, wir haben einen Schlüssel und dann können wir jetzt hier rein in den Raum und gucken, was uns hier erwartet. Und es ist ein großer Klotz mit Treeforce drauf. Mit dem ich nicht weiß, was zu tun ist. Aber wir können hier drauf gehen. Dann geht das aus. Okay, dann gucke ich mal, ob das von hier aus geht. Und spiele die Sonate des Puppenspielers. Niemand ist in der Nähe, den kontrollieren könnte. Dann bin ich zu weit weg. Aber kann ich das Ding hier vielleicht irgendwie schieben und da drauf stellen? Vielleicht geht das ja. Beziehungsweise. Das sieht nicht so aus, als könnte. Wird das gehen? Aber vielleicht muss ich das von hier aus machen. Weil. Ich versuch's einfach mal. Das sieht so verdächtig aus, irgendwie, das Ding. Niemand in der Nähe. Ja, hier ist in der Tat niemand in der Nähe. Vielleicht muss ich ja möglichst nah dran gehen. Ach, mach ich dann. Nee. So funktioniert das nicht. Aber vielleicht kann ich ja so. Und dann. Nee, ich kann so auch nicht Come on rufen. Ich rall's nicht. Ich verstehe es nicht, Leute. Erklärt es mir bitte. Ich bin befragt. So ein klein wenig. Wenn ich da drauf trete, dann geht das Ding aus. Vielleicht bräuchte ich hier noch so eine Statue. Ich gucke mal, ob ich eine mitnehmen kann. Nö. Muss ich aber erstmal wieder alle da drauf werfen. Ich hoffe, das bringt dann auch was. Und ich mache das dann nicht umsonst hier. Denn ein Ding umsonst machen bin ich ja bekanntlich gut in meinen Let's Plays. Gerade in Zelda. Wie ihr alle sicherlich schon gemerkt habt. Aber ich bin ja auch irgendwie bis hier hingekommen, also könnte nicht so schlecht gewesen sein. So, und den vierten nehmen wir mit rüber und gucken, ob wir den auf die auf den Schalter stellen können. Vielleicht haben wir Glück und es funktioniert. Nein, tut's nicht. Dann war es umsonst. Reichen denn drei davon jetzt hier drüben, oder? Ja, reicht. Gut. Da muss ich jetzt nicht extra noch den vierten draufschmeißen. Dann hat es irgendwas damit zu tun. Aber was? Was sollen wir denn die Symbole daraus sagen? Sollen wir überhaupt irgendwas sagen? Soll ich vielleicht mal ein bisschen Wind machen hier drauf, oder? Nee, es wird kein Wind. Soll ich vielleicht nochmal versuchen, die Sonate des Puppenspielers zu spielen? Ich frage mich gerade, was die von mir hier wollen. Niemand ist in der Nähe, den du kontrollieren könntest. Das ist nicht nett. Was möchten die denn von mir hier? Ich kann das Ding nicht greifen.
Ich kann mich nur anpreisen, aber das bringt ja wahrscheinlich nicht viel. Wenn ich jetzt da durchgehen möchte, dann bin ich wahrscheinlich ziemlich tot. Oder nehme bösen Schaden, der zu vermeiden wäre. Also versuche ich das mal nicht. Was habe ich denn noch für Items, die ich vielleicht benutzen könnte hier? Ja, keine so richtig, glaube ich. Also ihr merkt, der Dungeon hat schon ein bisschen mehr in sich als der letzte. Beziehungsweise die letzten. Die habe ich alle in einem Part durchgeschafft eigentlich, glaube ich. Wobei, nein, gar nicht, den ersten nicht. Dabei bin ich sogar einmal gestorben. So kriege ich das aus. Das fängt aber auch direkt wieder an, wenn ich darunter gehe. Es muss irgendwas mit diesem Klotz auf sich haben, denke ich mal. Also muss nicht, aber... Das erscheint mir irgendwie sinnvoll. Das Einzige, was mir jetzt irgendwie sinnvoll erscheint, sag ich das mal so. Durch das Ding sprengen. Nö. Leute, ich bin maßlos überfragt. Mal wieder. Keine Ahnung. Boah, das habe ich doch früher schon mal gemacht, Alter. Wie war denn das noch? Das ist einfach zu offensichtlich, dass irgendwas mit dem Klotz hier zu tun hat, aber was? Das ist die große Frage. Es bringt nichts, wenn ich die Sonate spiele. Es bringt nichts, wenn ich kann nicht Come On schreien. Kann ich Come On schreien, wenn ich hier draufstehe? Nein. Kann ich hier irgendwas mit dem Bogen machen? Irgendwo draufschießen? Kann ich den Kopf wegballern? Kann ich da reinschießen? Nein. Kann ich die Dinger hier kaputt schießen? Wenn ich mal treffen will, dann wird das vielleicht sogar... Ne, das sieht nicht so aus, als könnte ich das tun. Kann ich da drauf, auf die Statue schießen? Nein. Letztendlich bringt mir das gar nichts, was ich hier tue. Und ich glaube, es bringt jetzt auch nichts, wenn ich jetzt hier weiter versuche. Ich habe gerade echt keinen Plan. Ich muss mir erst noch ein bisschen in den Kopf der Rotzmate. Ich habe jetzt quasi 2 Wochen Zeit dafür, wie das funktioniert. Mir zu überlegen, wie das hier funktionieren könnte. Ich frage mich auch, was da oben ist. Auf diesen Plattform. Aber da komme ich auch nicht drauf, oder? Wo kann ich hier drauf springen? Ich kann jetzt tatsächlich rumspringen. Auf den Teilen. Aber bringt mir das was? Nee. Das könnte funktionieren. Das mache ich jetzt aber noch. Das wird auch erklären, warum dieser komische Klotz hier so auffällig steht. Das versuche ich jetzt aber mal. Und das sieht da schon irgendwie auf irgendeine komische Art und Weise richtig aus. Würde ich sagen. Wenn ich von da aus überhaupt da hochkommen kann. Was irgendwie nicht so scheint. Gut, Leute, ich gebe es auf. Ich beende die Folge hier erstmal. Und wir sehen uns dann nächste Woche, wenn sie da heißt, The Legend of Zelda The Wind Waker, wenn wir dann hoffentlich durch diese Laserbarriere kommen. Und ich sage mal Tschüss, auf Wiedersehen und Ciao.